Die ganze Stadt ist in heller Aufregung wegen des Obama-Besuchs. Am Samstag gab es in der Innenstadt eine Großdemonstration gegen TTIP, das geplante Freihandelsabkommen mit den USA. An der Demonstration nahmen laut Polizei 35.000, laut Veranstalter 90.000 Menschen teil. Aufgerufen hatten Umweltverbände, Gewerkschaften, die Grünen und die Linke. Sie fürchten durch TTIP eine Aufweichung von Sozial- und Umweltstandards und bemängeln fehlende Transparenz der Vertragsinhalte. Obama warb während seines Besuchs hier in Hannover für das Abkommen.